Auf dem Neckar in Tübingen war es am Wochenende etwas voller als sonst, denn unter die Stocherkähne mischten sich am Samstag auch ein paar zusätzliche Kähne. Das Deutsche Institut für Ärztliche Mission, kurz DIFEM, hatte zur Benefizaktion Stochern und Spenden eingeladen. Tübinger Studierende stocherten die Gäste für eine Spende über den Neckar. Das Geld fließt in ein Projekt zur Verbesserung der Hygieneverhältnisse im afrikanischen Land Malawi. Ziel ist es, gemeinsam mit den Menschen vor Ort die Gesundheitssituation zu stärken. Dafür bauen die Einheimischen Toiletten und werden im Bereich rund um die Hygiene geschult.